Hallo liebe Pixels und Pixies, mein Name ist Aha und herzlich willkommen zum Tutorial von Terraforming Mars. Und damit beginnen wir die Brettspiel-Ära auf meinem Kanal. Das heißt, zusätzlich zu den ganzen neuen anderen Genres, die ich euch vorstellen möchte, möchte ich euch jetzt eben auch Brettspiele zeigen, die ich besonders toll finde. Und mit Terraforming Mars habe ich das Glück, auch noch eine exzellente Videospielumsetzung eines wirklich exzellenten und von mir sehr geliebten Brettspieles zeigen zu können. So, nachdem ich das gesagt habe, das soll ja das Tutorial sein. Es gibt ein Tutorial von Terraforming Mars, das finde ich so ein bisschen trocken. Ich werde jetzt die Solo-Herausforderungen spielen und euch erstmal die Grundregeln von Terraforming Mars erklären und dann werden wir einfach zur Preludium-Erweiterung noch ein kleines Video hinterher schieben. Das wird aber nicht viel sein und die Detailregeln, die vielleicht noch nach diesem Solo-Tutorial übrig bleiben, die werde ich euch dann anhand des ersten richtigen Let's Plays mit mehreren schweren PCs erklären. Würde ich sagen, legen wir los. Alles hier ist richtig eingestellt. Auch das würde ich dann im Zuge des ersten Let's Plays erklären. Insofern starten wir die Partie und damit das Tutorial. So. Und das Tutorial, ach, das ist ja wunderbar, fängt schon mal gut an. Also im richtigen Spiel werdet ihr zusätzlich noch eine Standardfirma als Auswahl haben. Da habt ihr einen Standardbetrag an Credits zur Verfügung und 10 Karten. Credits ist die ultimative Währung hier. Damit bezahlt ihr alles. Und zwar die Karten, die ihr haben wollt, sowohl als auch das Ausspielen der Karten. Ja, das müsst ihr beides bezahlen. Und alle Aktionen. Was wir hier machen ist, wir spielen eine Firma oder einen Verbund, der den Mars terraformen will. Dafür müssen wir verschiedene Sachen erreichen. Was genau, erkläre ich euch gleich. Das Spiel beginnt aber immer damit, dass ihr neben der Standardfirma immer noch zwei weitere Firmen zur Auswahl habt. Und ihr dürft euch entscheiden, welche der beiden ihr wählen wollt. Alle Firmen sind mehr oder weniger gleich aufgebaut. Sie haben so ein schönes Firmenlogo, okay, und einen Namen und eine Geschichte. Das ist für Leute, die es wissen wollen, nett, aber jetzt auch nichts super krasses. Das erste Wichtige sind diese Symbole hier oben. Davon gibt es viele verschiedene und die machen an sich erstmal nichts, mehr oder weniger nichts. Es gibt ein paar Symbole, die haben so eine kleine Regel in sich, aber eigentlich machen die Symbole nichts und sind erst wichtig, wenn es auf Karten oder Effekten zu tragen kommt. Zusätzlich hat jede Firma eine Startbedingung. Die gibt also an, was ihr zum Start der Firma bekommt. Im Falle von Thorgate oder Torgate werden das 48 Mega-Credits. Wie gesagt, Credits die ultimative Währung, um alles zu bezahlen. Und eine Energieproduktion, das heißt, ihr habt jede Runde eine Energie zur freien Verfügung. Im Falle der Republik Tarsis wäre es so, dass ihr 40 Mega-Credits bekommt und ihr dürft als erste Aktion eine Stadt platzieren. Städte, sehr wichtig in Terraforming Mars, sollte man nicht außer Acht lassen. Im Solo-Spiel ist es vielleicht ein bisschen anders, aber in den meisten Fällen werden wir gegen PCs oder andere Spieler spielen. Und da wird es einfach so sein, dass Städte super wichtig sind, denn durch Städte sammelt man Siegpunkte. Und wie es in Brettspielen üblich ist, für die, die es nicht wissen, in vielen Brettspielen geht es eben nicht darum, einfach ein gewisses Ziel zu erreichen, sondern eben die meisten Siegpunkte anzusammeln. Das heißt, alles, was euch Siegpunkte bringt, bringt euch auch dem endgültigen Sieg nahe, egal ob ihr das Ende eingeleitet habt oder nicht. So. Zusätzlich gibt es dann eben noch einen wunderschönen Effekt. Der Effekt von Torgeld ist, dass wenn wir Karten mit diesem Energiesymbol ausspielen, wir 3 Mega-Credits weniger zahlen müssen. Ist einfach. Ihr guckt also, ob eine Karte in der oberen rechten Ecke dieses Symbol hat. Wenn ja, es können auch noch andere dabei sein. Es muss aber nur dieses Symbol muss dabei sein. Wenn andere dabei sind, ändert das den Effekt nicht. Dann zahlt ihr 3 Mega-Credits für die Karte weniger, wenn ihr sie ausspielen wollt. Bei der Republik Tarsis ist es schon etwas komplizierter. Der Effekt ist hier zweigespalten. Der Effekt sagt erstens, immer wenn ein Stadtplättchen auf dem Mars platziert wird, erhöht sich eure Mega-Credit-Produktion um 1.
Das bedeutet, wenn wir nicht im Solospiel sind, sondern im Spiel mit anderen Spielern, kriegt ihr automatisch eine Mega-Credit-Produktion von 1. Warum ich das jetzt so betone, zeige ich euch gleich. Es ist aber ein wichtiger Punkt. Denn im zweiten Teil, immer wenn ein Stadtplättchen von dir selber platziert wird, dann erhältst du 3 Mega-Credits zurück. Stadtplättchen kann man auf verschiedene Arten und Weisen ins Spiel bringen. Es gibt dafür auch Standardaktionen, es gibt dafür einen Haufen Karten. Und egal wie ihr das macht, ihr kriegt dann 3 Mega-Credits, wenn ihr das selber macht. Also auch für die erste Stadt, die ihr hier errichtet. So, jetzt könnte man sich eine der beiden aussuchen. Grob würde man natürlich sagen, Tarsus ist besser. Im Solospiel würde man das normalerweise nicht machen, aber ich bin totaler Republik Tarsus-Fan, wie ihr im Laufe der ganzen Spiele wahrscheinlich merken werdet. Ich nehme die einfach mal und gehe dann auch weiter. Was danach passiert, das ist ganz cool. Man kriegt 10 Karten angezeigt. Die ersten 5 seht ihr hier und die zweiten 5 seht ihr hier. So. Wir werden jetzt die Karten nicht alle einzeln durchgehen, aber ich werde mal kurz ein bisschen was anhand der Karten erklären und ich werde erklären, was hier passiert. Also diese 10 Karten habt ihr nur automatisch, wenn ihr die Standardfirma nimmt. Die hat keine weiteren Effekte und keine besonderen Startbedingungen. Die ist also langweilig und gut für Anfänger. Ich würde sie aber eigentlich nicht wirklich empfehlen, weil so kompliziert ist das Spiel gar nicht, wie es auf den ersten Blick scheint. Man muss viel bedenken, aber nicht so viel beachten. Gerade in der Computerversion klappt das mittlerweile sehr gut. Sie haben sich sehr viel Zeit genommen, um eben auch alle möglichen Bugs rauszuhauen. Wie ist eine Karte aufgebaut? Das sieht man hier ganz gut, auch die verschiedenen Typen. Also es gibt grüne Karten, die machen was in dem Augenblick, wie ihr sie ausgespielt habt, und das war's. Zum Beispiel die Karte kostet 3 Mega-Credits, um sie auszuspielen und gibt mir eine Wärmeproduktion. Was Wärmeproduktion genau macht, erzähle ich gleich noch. Aber das wäre ein sehr einfacher Effekt. Die Karte, das wäre etwas komplizierter. Die hat das Stadtsymbol, die hat das Weltallsymbol. Hat eine kleine Sonderregel. Die kostet 25 Mega-Credits. Sie bringt aber 3 Siegpunkte am Ende. Das ist nicht schlecht. Und sie sagt, man kann eine Stadt errichten und kriegt eine Titanproduktion. Grob gesagt, ist Titan eine Art Ersatzwährung. Davon gibt es noch eine. Stahl, die ist ein bisschen schwächer, haben aber verschiedene Auswirkungen bzw. Auswirkungen auf verschiedene Karten. Was genau, sage ich euch gleich. Wenn ihr hier so ein Sternchen seht bei einer Karte in dem Spiel, dann würde ich euch immer raten, gerade wenn ihr die Karte noch nicht kennt, wählt die Karte mit der linken Maustaste aus. Dann wird sie größer. Das Schöne ist, ihr seht nochmal alles in groß und das Gute ist, das Sternchen wird hier unten im Text erklärt. Übrigens, auch wenn das jetzt hier so ein bisschen komisch wirkt, tatsächlich war das im Spiel auch so oder ist das im realen Brettspiel auch so. Ihr habt Symbole, die eigentlich den Effekt erklären sollen und ihr habt zusätzlich noch den Effekt unten beschrieben. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber ich finde hier visuell sehr schön umgesetzt. Der Effekt ist nämlich, erhöht deine Titanenproduktion um 1, das sieht man ja hier, und platziere ein Stadtplättchen auf dem reservierten Gebiet. Phobos Raumhafen ist jetzt also keine Stadt auf dem Mars, sondern außerhalb, aber das sonst nicht weiter stören, ist eine Stadt, die platziert wird, wäre für uns also toll. So, dann gibt es blaue Karten. Die gibt es in zwei Formen, das sieht man hier gleich. Die einen geben Aktionen, die man jede Runde zusätzlich machen kann. Die haben dann ihre eigenen Kosten. Hier muss man 4 Energie bezahlen. Dann kriegt man einen Titan und erhöht den das Sauerstofflevel um 1. Das ist einer der Terraforming-Werte, dazu kommen wir aber gleich. Und es gibt sie als Effektkarten, die also einen dauerhaften Effekt haben. In dem Fall Weltraumkarten kosten 2 weniger. Und das kann auch bei Karten immer wieder auftauchen. Das ist dann hier oben schön visuell dargestellt. Die Karten haben Bedingungen. In dem Fall muss das Sauerstofflevel 5% oder größer sein, damit ihr diese Karte ausspielen könnt. Vorweg, das ist nicht so leicht zu erreichen. Ist jetzt auch nicht super spät im Spiel, aber auch nicht super früh. Das sollte man sich also überlegen. Zusätzlich sagt diese Karte, ihr müsst eure eigene Energieproduktion um 1 senken. Das bedeutet aber auch, ihr müsst eine Energieproduktion von 1 haben. Also ihr könnt euch das so vorstellen, rollenspielmäßig, dass ihr halt Energie ausgeben müsst, damit der Shuttlegleiter fliegen kann.
Klar. Und der Shuttle-Gleiter bringt euch was ein, nämlich 2 Mega-Credit Produktion jede Runde. So. Und so wählen wir jetzt hier nach und nach die Karten aus. Ich mache das mal schnell. Ich wähle die Karte aus, die nehme ich, die nehme ich. Bei der weiß ich noch nicht so genau. Ja, die könnte man auch nehmen. Das überlege ich mir gleich nochmal. Die ist wichtig, die ist wichtig. Und die ist total sinnlos im Solospiel. Und den Tundra-Ackerbau könnte man noch nehmen. Kommt aber relativ spät. Vielleicht nehme ich noch die Mediengruppe. Die Mediengruppe ist eigentlich ganz toll. So, jetzt habt ihr gesehen, wenn ihr hier aufgepasst habt, hier unten der Mega-Credit-Wert, den ich bezahlen muss, steigt für jede Karte um 3. Ich mache das mal hier mit der Karte. Ich wähle sie aus, ich wähle sie ab. Ins 3 weniger. Das wird in jeder Runde so sein. Ihr werdet in jeder Runde Karten angeboten bekommen. Und ihr müsst, wenn ihr eine Karte haben wollt, nur damit ihr sie besitzt, ihr habt sie dann noch nicht ausgespielt, kostet sie euch 3 Mega-Credits. Das heißt, ihr bekommt quasi jetzt das Vorrecht von der Erde, dieses Projekt, so werden die Karten offiziell genannt, auszuspielen. Hier auf der letzten Seite möchte ich euch noch kurz die letzte Art von Projekten zeigen. Das sind Events. Events sind meistens ein bisschen teurer und haben immer dieses Event-Logo zusätzlich zu anderen Logos, die sie haben können, und haben auch einen Einmaleffekt. Und in dem Fall unterscheiden sie sich erstmal nicht von grünen Karten. Der wirkliche Unterschied ist, dass ihre Symbole, deswegen sind sie auch so rot umrandet, für das restliche Spiel nicht weiterzählen. Das heißt, wenn es Karten gibt, die sagen, du musst so und so viele Symbole von der und der Art haben, oder du kriegst einen Effekt für jedes Symbol dieser oder jener Art, dann zählen die Eventkarten nicht. Dafür sind Eventkarten halt besonders stark. Diese hier zum Beispiel gibt mir 2 Terraforming-Werte. Was das genau bedeutet, zeige ich gleich. Beziehungsweise in dem Fall 2 Terraforming-Punkte. So, also ich habe mich für die Karten entschieden. Dabei bleibt's. Nehme ich die Mikro. Windräder. Ich habe ja hier schließlich importiertes CO2. Aber zusammen sind die richtig gut. Ich nehme die mal alle. So, dann habe ich die Vorbereitung abgeschlossen. Ich kann auch nochmal sagen, na, welche beiden Firmen habe ich zur Auswahl? Will ich das vielleicht nochmal ändern, wenn ich die Karten gesehen habe? Im realen Spiel konnte man das ja auch. Das haben sie ganz gut gelöst. Du kannst einfach zurückgehen. Sage ich nur, ich bleibe dabei. Und dann sagen sie hier, okay, du musst halt nochmal neu auswählen, weil du bist zurückgegangen. Wolltest jetzt noch was anderes machen? Okay, dann machen wir das. Dann wählen wir das nochmal aus, haben wieder 21 Mega-Credits und sagen jetzt fertig. So, und dann kommt auch schon meine erste Aktion. Und damit würde ich sagen, enden wir erstmal das erste Video des Tutorials und wir sehen uns gleich im nächsten Teil wieder.